Dirty and bloody, Renato finally reached Lupino. The rabbit was practicing his shuffle. Renato recognized the cards. It was Lupino's favorite deck. Oh, I thought you were in danger. I am. The ravens are coming. Oh, the prison thing. Right, yeah, we see this guard owed me 53 ducats, so we made a deal. They're very reasonable people, actually, for weasels. Now, I got a brilliant plan to kidnap Zenobia. We capture Zenobia, we find out what she knows, and that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general, who also happened to be a deadly sorcerer and, oh, his only daughter? That would be worth it. On the other hand, he could still get to the core of the Sky Ripper, even if he couldn't get the whole thing. It must have great power. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Stories, The Path of Destinies. Ihr hattet mal wieder die Wahl in der letzten Episode, Zenobia entführen oder den Kern des Sky Rippers finden. Es gab eine Umfrage auf Twitter und natürlich habt ihr auch fleißig in die Kommentare geschrieben. Und die Entscheidung war gar nicht mal so unknapp. Ich hätte gedacht, das wäre eindeutiger, denn ihr habt mitbekommen, dass wir das erste Mal uns für Lupino entschieden haben und er uns einfach verarscht hat, mehr oder weniger. Und deswegen war die Entscheidung diesmal wahrscheinlich, deswegen war die Entscheidung diesmal nicht so eindeutig. Es gab viele von euch, die den Sky Ripper finden wollten, sich nicht mehr auf Lupinos Pläne verlassen wollten, aber trotzdem war es die Mehrzahl, die Zenobia entführen wollte. Und deswegen werden wir das tun, Leute. Stattet Zenobia einen Besuch ab. Zenobia wasn't just the Emperor's daughter, of course. She'd been Renato's best friend in Swordfu School. And you're still mad for her, the rabbit reminded him. They'd been close. She'd told him things no one else knew. But she'd never told him who she really was. She knows all the Emperor's plans, chuckled the master spy. She won't give them up easily. She'll tell the interrogators, all right, said Lupino. Taking her would change the game, all right. Okay, Renato und Zenobia hatten scheinbar was miteinander, also, oder, ja, sie hatten nichts miteinander, aber sie waren zumindest irgendwie befreundet und er war leicht verknallt in sie. Oh je, das kann ja was werden. The city was already under Zenobia's control. I had to admire her efficiency. Renato shivered at the thought of Zenobia at the mercy of the interrogators. Could he really turn her over to them? But this was war. It wasn't meant to be pretty. Okay, sie hat hier schon einiges an Verwüstung angerichtet, wie es aussieht. Nimm Zenobia gefangen. Okay, ich werde mich erstmal hier oben umschauen. Hier ist nämlich noch eine Kiste. Schauen, was wir da drin haben. Erze und Essenzen vor allem. Windextrakt und Feuerextrakt. Können wir da nicht sogar schon unser Feuerschwert bauen? Ich glaube ja schon fast, ja. Ah, das ist ein Fahrstuhl. Ich dachte, jetzt würde wieder die Plattform hier losfliegen. Oh nein, hier sind ja alle tot. Hasen und Raben. Kohl. Kohl mag ich auch nicht. Aber den kann ich nicht kaputt machen. Vielleicht den Kohl hier? Auch nicht. Als Kind mochte ich ja so gut wie überhaupt kein Gemüse. Nur Spinat. Spinat war das einzige Gemüse, was ich immer schon mochte. Oh, aber inzwischen esse ich Gemüse eigentlich doch recht gerne. Das sieht man mal, wie sich das wirklich ändert. Okay, hier haben wir... Falsches Schwert. Ist das die Eiswand, ne? Wenn ich das gerade richtig mitbekommen habe, was der Erzähler uns gesagt hat. Brötchen. Die sehen voll lecker aus, die Brötchen. Okay, da ist so ein Auge. Da werde ich auf jeden Fall drum rumgehen. So. Zack. Und noch eine Kiste. Once, Renato had opened a chest and a jack-in-the-box jumped out. Jack-in-the-boxes, they gave him the Wiggins. Oh oh, hier ist ja richtig
Stealth Action! Wuhu! Oh oh. Ich hoffe, die drehen sich nicht um. Haha! Oh. Okay. Ah, die laufen einfach so eine normale Rundpatrouille. Dann kann man die ja leicht ausschalten. Ich weiß gar nicht, was passiert wohl, wenn wir... ja, die sehen nur nicht so lecker aus wie Schinken. Ich frag mich, was passiert, wenn die uns entdecken. Kommen dann ganz viele Gegner? Ich hoffe, der Fisch ist noch frisch. Ich glaube aber nicht. Dann doch nicht so lecker. Okay. Auge Nummer 1. Obwohl sie so eigentlich aufgeschnitten ganz lecker aussehen, ne? Aber das nur wenn dann überhaupt das untere Teil ohne das Auge. Bäh. Noch mehr Brot. Oh, ich glaube, ich sollte gleich was essen. Bei dem ganzen Essen hier kriege ich noch mehr Hunger, als ich eh schon habe. Hier haben wir irgendeinen Schalter. Hat das irgendwas zu bedeuten? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr da was drüber wisst. Oh, da unten ist Lupino, oder? Lupino, bist du's? So, what's this plan of yours? Use me as bait, said Lupino. And he outlined a slightly complicated plan that involved geese, a net, setting the farfare a little bit on fire, Lupino dressing as an old blind toad, and Renardo hiding inside a monstrous watermelon. What could possibly go wrong? Thought Renardo. Ja, was könnte da schief gehen? Halte dich in Lupinos Gänsenetz, Feuerkröte, Wassermelonenplan oder kein guter Zeitpunkt für Hasenfüßenpläne? Nein, wir machen natürlich den Plan, der klingt zu gut. Oh, this is gonna be fun, said Lupino, as he ran to go set up his marvelous plan. Ja, also diese Entscheidung werde ich dann alleine treffen, sonst kann ich ja keine 2 Minuten aufnehmen, ohne euch zu fragen. If I craft a sword now, it's gonna be really short. Okay, also der Erzähler gibt mir jetzt hier den Tipp, dass ich vielleicht jetzt doch besser noch kein Schwert schmiede, weil ich noch nicht genug Essenzen habe. Ich könnte halt sparen und direkt ein besseres Schwert bauen. Wir haben jetzt hier Windextrakt 2. Oder ich könnte das hier auf das hier sparen, was 12 Windextrakt braucht. 6 Wasserextrakt, 2 Feuerextrakt. Okay, ich kann sowieso noch nichts bauen. Aber wenn, dann würde ich sowieso das Feuerschwert bauen als nächstes, weil das Windschwert würde mir jetzt im Moment nichts bringen, außer dass es ein bisschen mehr Schaden macht dann vermutlich. Falsches Schwert. Falsches Schwert? Ist das nicht das Windschwert, das lilane? Es müsste doch eigentlich Wind sein. Wieso ist es denn das falsche Schwert? Oh, Level up. That good. Yes. Ich glaube, ich habe im Moment keine Skillpunkte, ne? Nein, habe ich nicht. Noch mehr nicht frischer Fisch. Komm her. Jawohl. Also das Kämpfen macht echt Spaß jetzt mit dem Controller. Das geht für mich viel einfacher von der Hand. Schütten wir nochmal einen Greifen von denen. Oh, habt ihr gesehen? Ich habe den einen gegriffen, vor mich gehalten und habt ihr gesehen? Die töten sich dann gegenseitig. Richtig cool. Also mit dem Controller geht das richtig gut von der Hand. Viel besser als mit der Maus. Da ist Lupino. Ich will mich aber erstmal mal umgucken. Kann ich hier irgendwas machen? Das ist die große Wassermelone, Lupino, die wir benutzen sollen? Renato felt dubious about the whole plan. With every step, he was waiting for it all to go horribly wrong. But against all odds, Lupino's idiotic plan worked. Zenobia's ravens ran off after the geese, the net dropped, and Renato jumped out of the watermelon and put his sword to Zenobia's throat. Renato, she said, are those new scars? They look good on you. You never return my velvet jacket. It was my favorite. You look stupid in velvet. Oh, what does an imperial princess know about style? Oh, get a room, you two, said Lupino. But the fleet was coming on fast, so they put Zenobia on the Farfarer and took her east over the Nexus. She'd vanished from Swordfu School, from his life, without even saying goodbye, without ever telling him she was the Emperor's adopted daughter. Ah, Lupino was right, Renato thought reluctantly. She knows things. She recognized his look. You're taking me to the interrogators, aren't you? She said, wide-eyed. And then she jumped, with horror. Renato saw Zenobia plummeting,
Then he saw the Nexus below them. Cats always land on their feet. Ah, she'll head for the Imperial outpost, yelled Opino. You have to catch her. Oh Gott, sie ist uns entkommen, Leute. Sie ist hier einfach vom Schiff gesprungen. Aber was ist der Nexus? Sie ist auf dem Nexus gelandet? Mit ihren vier Pfoten? Das Level gerade war irgendwie ziemlich kurz. Kann das sein? Kann das sein, dass wir später nochmal dahin zurückkehren können oder müssen oder sollen? Wenn nicht, dann wäre ich ziemlich enttäuscht. Kapitel 3. Hallo, ich muss weiter. Oder ich übersehe was. He could head her off before she reached her minions at the outpost. Well, he did love a good chase. Weil die Level sind eigentlich teilweise echt richtig kurz. Was ist denn das hier? Oh nein, ich wollte noch nicht hoch. There was an inscription. Praise the sun. Eigentlich wollte ich noch nicht hoch. War nicht unten noch irgendwas, was ich hätte gucken können? Runter, komm schon. Ah. Okay, macht er nicht. Ah, aber das sieht mal ein bisschen anders aus hier. Wir sind jetzt... Ist das der Nexus? Wahrscheinlich, oder? Ist das so eine Art Zauberergebiet? Ist das eine Insel, die Zauberer beschwören können, wenn sie wollen? Und Zuflucht finden dort? Keine Ahnung. Okay, da können wir uns wieder rüberhangeln. Who needed bridges anyway? Ich möchte aber, glaube ich, erstmal da oben gucken, was da ist. Überall nur Obst. Was machen die Äpfel hier in den Kristallen? So, wieder zwei neue Erze. Sehr schön. Ich will nämlich erstmal hier schauen, was hier ist. Hm. Oh, oh. Okay, ich dachte jetzt gerade, das bricht komplett zusammen. Wo muss ich denn lang? Unten lang oder oben lang? Ich möchte ja nichts verpassen. Okay, hier komme ich nicht durch, oder? Doch, hier komme ich durch. Verdammt. Das sieht aus wie ein Kampf. Als würde ein Kampf hier oben stattfinden. Egal, ich gehe mal hier lang. Ich hoffe, dass ich nachher nochmal zurück darf. Oh, Feuerelementare. War sie das? Hat sie das beschworen? Vermeide den Zauberspruch des Zauberers. Nach der Explosion wird er alle beschädigen, die sich in der Umgebung aufhalten. Das ist der Zauberer? Ach, okay, das ist der Zauberspruch. Verstehe. Ach, du kannst doch gar nichts. Haha, so, weg mit euch. Jetzt kommen da noch ganz normale Raben, keine bösen Zauberer mehr. So, du noch und dich werfe ich da runter. Zack, weg mit dir. Level up, wuhu. Und noch ein Erz gefunden. Sehr schön. So, jetzt kann ich sogar nochmal zurück. Guck mal, hier ist jetzt so eine Rune, die scheint irgendwie aktiv zu sein. Ach, ist das ein Teleporter? Bin ich jetzt... Hä? Bin ich jetzt da, wo ich die Rune gefunden hatte? Nee, die war ja in einer ganz anderen Welt. He was closing on her. He could smell her fear. He tried not to think about the interrogators at the secret base. What did they do to her? Maybe it didn't have to end that way. Maybe he could talk to her. But, after all, there were worse things the Imperials had done to friends of his. Ich habe das Gefühl, dass ich die Hälfte verpasse vom Spiel. Ich möchte ja gar nicht hier durch hetzen, aber ich habe aus Versehen nehme ich immer die richtige Route. Schaut mal, da unten sind noch so viele Kisten und so. The secret Zenobia held could level the playing field. Codes, passwords. She could wreak havoc with just a few whispers to a fire speaker. Ah, hier könnte ich noch was bauen. Renato wondered what he could make with it. Hm, aber eine Feueressenz habe ich nicht bekommen. Ich könnte nur mein bereits bestehendes Schwert upgraden. Windextrakt, hier habe ich jetzt genug Erz für. Für den Rest aber noch nicht. Aber wie gesagt, das möchte ich noch nicht machen. Ich möchte mir die Erze sparen für die Feuer, für das Feuerschwert. Wie komme ich da rüber?
Da ist eine Riesenkiste. Ich muss irgendwie von da unten dran. Gucken, vielleicht komme ich da ja noch irgendwie hin. Oh Mist, da habe ich nicht aufgepasst. So, kommt alle her. Die dicken Anabolika-Raben. So. Hä? Ich habe den doch vor mich gehalten. Okay, ich habe ihn in dem Moment losgelassen und wollte ihn schmeißen. Wahrscheinlich war das der Fehler. Ach, da sind noch, kommen noch mehr. Oh, ein Zauberer. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich bin gar nicht mehr so fit. So. Haben wir das auch erledigt? Bernardo reached the outpost. The Imperials there were no match for him. Soon after, Zenobia limped up the path. When she realized he was already in front of her, she didn't even try to run. Oh, you left without saying goodbye. Again, he said, please. You're enjoying this a little too much. She said, shaken. Oh, spare us the chit-chat, would you? Said Lupino as he shackled her hands so she couldn't throw spells. She knows all his plans. All the way back to the Farfarer, Lupino nagged Renardo about how the interrogators would pry all the intel out of Zenobia. How that would turn the tides in the imminent battle. All they had to do was take her to the Rebel's secret base. Renardo didn't like to think about what the interrogators would do to her. Couldn't he just talk to her? Ja, liebe Leute, das sieht wieder mal nach einer Entscheidung aus, die ich euch überlassen werde. Wir haben die Wahl. Das ist zu grausam. Lassen wir das mit dem Rebellenstützpunkt. Zenobia befand sich erneut in Reynaldos Gewalt. Als nächstes mussten sie zum Rebellenstützpunkt. Aber die Dinge, die die Verhörspezialisten ihr antun würden. Vielleicht könnte Reynaldo den Rebellenstützpunkt umgehen und Zenobia selbst verhören. Ja, wollen wir ihr das Verhör sparen? Oder wollen wir ihr sie den bösen Krötenverhörern ausliefern? Aber die Dinge, die die Verhörspezialisten ihr antun würden, der Gedanke ließ Reynaldo erschauern. Doch es war nötig, um den Krieg zu gewinnen. Er würde Zenobia zum geheimen Rebellenstützpunkt bringen. Ja, Leute, was sollen wir tun? Zenobia selber befragen oder Zenobia zum Rebellenstützpunkt bringen? Schreibt mir in die Kommentare und stimmt auf Twitter ab. Wie gesagt, es wird eine Umfrage geben. Ich werde das mal versuchen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde mit Twitter. Ich werde auch mal versuchen, hier direkt ins Video eine Umfrage zu machen. Ich bin mir nur ziemlich sicher, dass das, glaube ich, auf den Mobilgeräten nicht geht. Dass man diese Umfrage von YouTube nur über PC abstimmen kann. Deswegen gibt es die Twitter-Umfrage auch. Aber trotzdem vielen Dank für den Tipp. Ja, also, was wollt ihr sehen, Leute? Rebellenstützpunkt oder selbst befragen? Haben wir vielleicht eine Chance, bei ihr noch zu landen? Hat die Liebe eine Chance? Bestimmt nicht, wenn wir sie ausliefern. Also denkt nach, liebe Leute, was sollen wir tun? Würde mich sehr freuen, wenn ihr dann auch das nächste Mal wieder dabei seid. Hier bei Destinies. Nein, bei Stories. The Path of Destinies. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.